der Russe Alexej Smirnov. Alles entscheidender Durchgang gegen Lucian Blaszczyk, den Polen links und rechts, ihn in China geborenen Chen Zibin, der mittlerweile seit vielen, vielen Jahren Deutscher ist. Auch Chen und Blaszczyk gehören zu den absoluten Spitzendoppeln der Liga. 14 zu 3 ihre Bilanz, 14 Siege, nur 3 Niederlagen. Das ist die große Stärke des TTC Zugbrücke Grenzau. Die Anfangsdoppel gegen fast alle Teams gehen sie mit 2 zu 0 in Führung. Und deshalb haben sie dann auch eine exzellente Ausgangsposition für die Einzel. Ochsenhausen will das in diesem ersten Halbfinale unbedingt verhindern, aber es ist schwer gegen diese starken Grenzauer Doppel. Chen Zibin, 39 Jahre alt ist er inzwischen. Und immer noch ganz fix auf den Beinen und immer noch einer der besten Spieler im hinteren Parkholz der ersten Bundesliga. Geht jetzt spitz auf Knopf in dieser Partie. Drei beide ausgeglichene Auftakt. Aufschlag. Smirnov. Da hat viel riskiert Lucian Blaszczyk. Risikoreich ist das Spiel des Polen. Daneben gegangen, zumindest in diesem Ballwechsel. Ja. 1200 Zuschauer in Biberach, wo Ochsenhausen seine Heimspiele austrägt, feuern die heimische Mannschaft an. 5 zu 4 Führung beim Seitenwechsel für Feng Shi und Adrian Smirnov. Alexej Smirnov natürlich. Und er hat jetzt diesen Fehler gemacht und somit wieder ausgeglichen. Keine Frage, Leo Amisic, der mitten in der Saison nach Ochsenhausen zurückkehrte als Trainer und Zlatko Novakovic ablöste, hat die richtigen Doppelpaarungen jetzt gebildet, gefunden endlich. Die Frage nur, führt das auch zum erhofften Erfolg? Jeder Punkt kann jetzt am Ende entscheidend sein. Viel zu langer Aufschlag. Die Grenzauer somit ins Spiel gebracht und wieder Ausgleich zum 6-Beide. Der Vorteil der Grenzauer Paarungen natürlich, dass sie viel eingespielter sind als ihre Gegenüber aus Ochsenhausen. Es kann in den entscheidenden Situationen ausschlaggebend sein. In Ochsenhausen gibt es so gut wie keine Kombination, die in dieser Saison nicht zusammen Doppel gespielt hat. Was natürlich auch daran liegt, dass man sich von dem Franzosen Christophe Legou, der als Nummer 2 als Spitzenspieler, als neuer Star verpflichtet worden war, viel, viel mehr erhofft hatte. Er schlug nicht ein, im Einzel nicht, im Doppel nicht. Novakovic probierte sehr viel aus. Und im Doppel.
Viertel ging es meist daneben. 7:8. Der Ball guckt über die Netzkante, aber geht dann über den Tisch und somit 8:8. Ausgleich. Ein Doppel, von dem ganz, ganz viel abhängen dürfte für den weiteren Verlauf der Partie. 2:0 für Grenzau oder 1:1 für Ochsenhausen. In sehr kurzer Zeit wird das entschieden sein. Und Chen, Zibin und Lusciam Laschik behalten in diesem hochklassigen Ballwechsel die Übersicht. 9:8. Für das Grenzauer Paar. Aber auch sie machen immer mal wieder den Fehler und schlagen viel zu lange auf. Hier kann Alexej Smirnov sofort einen Topspin setzen. Und somit Ausgleich zum 9:9. Der nächste Ball entscheidet darüber, wer den ersten Matchball hat in dieser Partie. Lange Absprache zwischen Smirnov und Feng Shi. Wie soll jetzt aufgeschlagen werden? Er macht es ganz kurz. In der Hoffnung, dass Feng Shi nachziehen kann, aber das gelingt nicht. Auch der liegt nur. Und Blaschik ist der Mann, der den Ballwechsel aggressiv eröffnen kann und auch direkt beenden kann. Matchball für die beiden Grenzauer. Aber abgewehrt. Abgewehrt von Feng Shi. Der genau wie Spitzenspieler Krianga die Ochsenhausener nach dieser Saison verlassen wird. Es gibt eine radikale Verjüngungskur in Oberschwaben. Aber natürlich möchten sich die Spitzenspieler mit einem großen Erfolg verabschieden. Sehen beide. Und Matchball Nummer 2 für das Grenzauer Paar. Das hat Feng Shi, 27 Jahre alt, nicht verhindern können. Aber wieder Aufschlag für das Ochsenhausener Paar. Und erneut können sie den Vorteil des Aufschlages nutzen, Adrian. Alexej Smirnov, ich möchte ihm mal den Vornamen von Adrian Friesan schenken. Und Feng Shi natürlich, 11 beide. Die aufschlagende Paarung macht alle Punkte in dieser Verlängerung. Logischer Konsequenz, Matchball Nummer 3 für die Paarung des Titelverteidigers und Favoriten für Chen und Blaschik. Und erneut geht diese Serie weiter. Wer riskiert jetzt als erstes etwas bei Rückschlag? Wer kann ein sogenanntes Mini-Break erzielen beim Aufschlag des Gegners, punkten? Das könnte die Entscheidung in diesem Match sein. 12 beide. Da wäre sie fast da gewesen, die Chance für die Ochsenhausener. Gut retourniert eigentlich von Feng Shi und da deutet er an, seine Rückhand. Ist ja einer der wenigen Penholder-Spieler, die Rückhand-Topspin spielen können. Matchball Nummer 4. Und den vierten nutzen sie. Die Favoriten nutzen ihren vierten Matchball und erzielen einen ganz, ganz wichtigen Punktgewinn. Das hatte sich Trainer Andrzej Grober erhofft, wieder mit 2:0 in Führung zu gehen gegen Ochsenhausen. Und am Ende hat es nach großem Kampf tatsächlich geklappt. Mit
14 zu 12 im entscheidenden fünften Satz. Denkbar knapp, aber immerhin. 2-0 für den Favoriten beim Außenseiter. 2-0 nach den Doppeln. Ob das schon die Vorentscheidung war, wird sich in den Einzel zeigen.